Moin Moin! Herzlich willkommen zur nächsten Rose Multiplayer Schlacht. Wir sind mal wieder auf der Karte Verrat. Ja, und da es natürlich auf dem Kanal noch Leute gibt, die auch sehr gerne 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2 Spiele sehen, mache ich diesmal heute wieder eins. Coole Sache, das. Ich glaube, ich habe noch keins von Huibu gehabt, 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2. Deswegen gucken wir mal, wie er diese ganze Sache angehen will. Ich weiß gar nicht, ob er diesen Silver-Surfer kennt, ob das Freunde sind, aber dass sie auf dem TS sind, glaube ich eher nicht. Wenn, dann chatten sie vielleicht ein bisschen. Aber das werden wir wahrscheinlich im Spielverlauf sehen. Ja, gucken wir uns die Teams an. Team Blau haben wir Huibu als einen Deutschen, Silver-Surfer als einen Ami. Team Gelb haben wir zwei Amis, einmal Scorpion, Moltes. Team Rot haben wir Maxen als einen Deutschen, Zekrosheva als ein Ami. Team Lila haben wir Kango als einen Deutschen und Tissi Stockdorf als einen Russe. Ja. Ich denke, wir lassen es einfach mal laufen, gucken, was passiert. Ich werde natürlich hauptsächlich auf die Sicht von Team Blau achten, was die so machen. Also, wir haben jetzt hier Blitz, Tarnet. Ja, ich denke, das werden die meisten so machen. Ja, hier drüben auch. Hier hinten auch. Team Gelb auch, alles klar. So. Was baut denn Team Blau hier eigentlich? Okay, interessant. Also, Huibu holt sich eine Kaserne und ein Flugfeld. Der Teampartner holt sich eine Kaserne und eine Panzerbasis. Drei Nachschubdepots. Huibu holt sich auch drei Nachschubdepots. Okay. Ja, das ist halt die Sache. Ich denke mal, die sprechen nicht zusammen, weil normal wäre halt nur eine Kaserne notwendig gewesen. Hätte halt der Ami lieber geholt, kann billigere Willis pumpen und so. Hätte halt dann Huibu nur Luftwaffe holen können, aber da die wahrscheinlich nicht reden, ist es, denke ich mal, auch besser, eine eigene Kaserne zu haben. Hier wird auch schon geforscht wahrscheinlich, dann hat er wenigstens eigene Infanteristen, kann die eventuell selber decken. Plus das, ich mag die Kombination, Kaserne und deutsches Flugfeld, das passt schon. So, jetzt kommen halt überall Aufklärer hin, auch bei Team Lila, auch bei Team Rot, auch bei Team Gelb. Huibu hat schon schwere Infanterie gedeckt, vollkommen okay. Ich denke, kommt ein bisschen nach vorne, um so den Willy zurückzudrängen und auch vielleicht ein bisschen im Notfall das Nachschubdepot zu schützen und so. Hier ist sogar schon ein Admin auf dem Feld jetzt. So, einen Luftmann haben wir bei Team Rot auch. Auch ein deutscher Luftmann, holt ein bisschen Junker, um die Aufklärer zu snipen. Team Lila holt sich jetzt auch einen Luftmann anscheinend. So, hier kommen ein paar M16 raus. So, der Greyhound geht nach vorne, wahrscheinlich um ein bisschen Nachschub zu snipen. Okay, interessant, hier hinten der lila Russe holt sich einen Artilleriebunker. Okay. So, jetzt kommen hier ein paar Jagdflieger, um die Junker zu töten, alles klar. So, jetzt reagiert Huibu hier mit einer Junker gegen den Greyhound wahrscheinlich, vollkommen okay so. Aber hier kommt auch schon Mr. Super Pershing. Schneller Tech, aber finde ich gut, die sind ziemlich stark, die Teile. Sehr schönes Ziel, erstmal den Greyhound töten. Aber ich denke, der. Okay, kommt der nächste Junker gegen den Super Pershing wahrscheinlich. Nur der wird das Nachschubdepot, glaube ich, töten können. Das dürfte kein Problem sein. Noch eins, zwei Schüsse, dann ist es kaputt. Ja, kaputt, sehr schön. Jetzt zieht er sich wahrscheinlich auch zurück. Ja, okay, vielleicht kriegt Huibu noch down. Nein. Ah, okay, da haben die Jagdbomber irgendwas falsch gemacht eben. Hätte er noch einen Schuss gemacht, wäre der Super Pershing tot gewesen. Aber sind zwei auf einen. Obwohl es doch nicht. Okay, jetzt kommen aber einige Luftabwehr-Einheiten und dann ist das Ding erstmal erledigt mit den Fliegern. Okay, Huibu holt sich auch einen Admin schon. Vielleicht auch schon das zweite wahrscheinlich. So, hier drüben, Team Leader hat auch schon Guardia, sehr schön getaggt. Einfach mal in die Base reinlaufen. Okay, sehr schöner Tag hier auf der Seite. Hier haben wir auch jetzt Super Pershings draußen von Silver Surfer. Sehr schön. Und schon der zweite. Wahrscheinlich halt, um nach vorne zu kommen und dann diesen ganzen Kram zurückzudrängen. So, Team Gelb hat auch schon auf Ranger getaggt, vollkommen okay so. Ah, interessant, die haben sich hier hinten einfach mal zwei Bunker hingepflanzt zur Verteidigung des Nachschubdepots. Ja, das finde ich, ja. Im Notfall kann man das schon mal bauen, die Bunker, aber in der Situation glaube ich eher nicht, weil hätte ich lieber ein paar Einheiten nach vorne geschickt, die man auch danach, weil das Nachschubdepot leer wird zum Beispiel, flexibel nutzen kann. Weil wenn jetzt Team Rot sich eh Artillerie holt oder leichte Bomber. Machen Sie das hier, okay. Es gibt hier einen Vorstoß. Zwei Super Pershings, die Aufklärer gehen gleich mit. Aber hier kommt schon der zweite Super Pershing von Team Gelb. Wir haben Fanatismus und Blitz drauf, alles klar. Okay, sehr schön gemacht. Ein Super Pershing ist tot, der zweite blinkt. Hier kommt Huibu mit seinen Fliegern dazu.
Aber jetzt kommen immer mehr Super Pershings nach. Plus hier hinten kommen Panzerabwehrgeschütze. Ja, okay, die können nichts machen. Die Junker gegen die ganzen M16. Okay, jetzt zieht sich der Super Pershing zurück, finde ich richtig so. Auf dem Rückweg kann er dann schön das Nachschubdepot töten. Ja, Team Blau, ich meine Team Rot und Team Lila tun sich natürlich auch die ganze Zeit nerven. Hier wurde auf ZSU geforscht, sehr schön. So leichte Bomber gibt es da auch schon anscheinend. Ja, Nachschubdepot wird zerfetzt, vollkommen okay, hat sich gelohnt der Angriff. Huibu tut jetzt ein bisschen Meat Shield Infanterie nach vorne pumpen. Okay, ich sehe gerade, Huibu hat sich eine Panzerabwehrbasis geholt, ist auch glaube ich am Forschen gerade. Ah, okay, jetzt kommen hier auch schon Jagdpanther. Ist eine ziemlich starke Late-Game-Mischung. Super Pershings und Panther. Rüstung. Achso, die haben auch noch eine Rüstung 4. Stimmt ja, stimmt ja. Trotzdem ziemlich starke Mischung zusammen, das geht schon. So, hier drüben kommen jetzt immer mehr und mehr Pershings. Achso, die beiden Amis holen sich Pershings und Super Pershings gemischt. Okay, dann kann man halt ziemlich schnell eine Masse aufbauen, das passt schon. Okay, und das sind jetzt auch ein paar. Wenn die alle hier stehen, wird es ziemlich schwierig. Da muss dann schon noch ein bisschen was nachkommen. So, hier drüben hat. Ah, okay. Hier hat der deutsche Blitzbomber geholt. Wie gesagt, ich finde die nicht so toll, weil der Schaden nicht so groß ist. Aber für Admins sind die ein Traum, weil der Bombenteppich ganz lange ist. Und der Schaden reicht dann halt auch aus, um einen Admin platt zu machen. Das ist sein Ziel. Wow, okay, konnte nicht abwerfen. Doch, zwei Admins hat er. Sehr schön gemacht. Okay, Huibu hat doppelt geforscht. Hat sich jetzt auch die optimierten Packs geholt. Für den Wald. Ja. Ist ja nicht. Ist eine gute Idee, weil bei den Deutschen kostet die Forschung ja nur 25. Kann man sich immer mal holen, das passt schon. Man kann dadurch halt eine Masse aufbauen durch die billigeren Einheiten. Die sind natürlich billiger als Jagdpanther. Aber Team Gelb ist auch nicht dumm. Die tun schön die Packs töten, während sie sich bewegen. Okay, jetzt sind die auch auf jeden Fall in der Überzahl und könnten vielleicht sogar einen Vorstoß wagen. Aber ne, die wollen nur defensiv die Stellung halten. So. Jetzt gehen die Infanteristen in den Wald. Vollkommen richtig so. Okay, wurde jetzt ein Pantherschutzbunker gebaut. Jagdpanther wird rübergezogen. Hier kommt ein Super Pershing nach. Hinten gibt es sogar schon eine Priest. Wahrscheinlich soll die der Belagerung beihelfen. Ja, okay, die ungeforschten Packs haben halt keine Reichweite. Da können die Super Pershings schön sie snipen. Huibu kommt mit Junkern an, aber hier ist halt zu viel M16. Okay, trotzdem tun aber hier die Super Pershings Focus Fire betreiben. Oder? Huibu hilft auch ein bisschen mit seinem Panther, aber regt halt auch voll die Schellen ab. Ja, eine Priest macht halt keinen Schaden. Wenn jetzt hier zwei, drei Priests wären, wäre schon die Panzerabwehrbasis tot. Hätte er auf diese Einheiten gezielt. Aber mit einer Priest dauert es halt wirklich zu lange. So, hier drüben, wie gesagt, Team Leader, Team Rot battlen sich auch die ganze Zeit. Hier kommen jetzt King Tiger. Hier kommen aber IS-2 und Infanterie, alles klar. So, hier kommen jetzt nach und nach Super Pershings nach vorne an die Front. Hier drüben kommen einige Junker auf die King Tiger los. Sehr schön, Huibu schickt jetzt eine Infanterie vorne weg, die die ganzen Schellen abkriegen soll, damit von hinten dann die Super Pershings erstmal unverwundet nach vorne können. Okay, so viel Super Pershing sind die gar nicht mehr. Alle sind auch schön verletzt schon. Ja, okay, jetzt hat einer überlebt, aber es ist halt nur noch einer. Okay, da ist ein Panther, hat den Rest abgefrühstückt. Okay, jetzt ist hier vorne kein Super Pershing mehr und gar nichts. Aber die nächsten werden nachproduziert, aber jetzt tut halt Huibu schön, wird in der Infanterie nach vorne gehen. Jetzt kommen sogar ein paar Scheinpanzer mit ins Spiel. Immer ganz gut, um ein paar Schellen abzukriegen.
jetzt gibt es hier ein Bombing. Oh, schade, aber hat doch ein paar Admins wurden mitgenommen. Hätte man aber lieber auf die Admins zielen sollen, wenn man schon da reingeht. Ja, Hubutu Jim mit seiner Infanterie überall sich verteilen. So, Super Pershing drücken nach vorne. Okay, und das Ding ist halt, die Packs können gar nichts machen. Sehr schön. Intelligent. Der Super Pershing, die warten hier ab. Lassen die Packs näher kommen. Wenn sie in Schutzreichweite sind, kriegen sie halt gleich ein paar auf die Fratz. Und während der Bewegung können sie halt gar nichts machen. Deswegen sehr schön erstmal abwarten. Die Panther können natürlich währenddessen schön auf die Super Pershings schießen. Okay, Pershings gehen jetzt nach vorne, Infanterie auch. Ist gerade ein guter Zeitpunkt. So, hier hinten Team Leader nervt wahrscheinlich immer noch. Okay, Team Leader hat ein paar Artilleriebunker gebaut. Okay. Super Pershings gehen nach vorne. Wahrscheinlich wollen sie in Reichweite der ja, sehr schönen Panzerbasis kommen. Die ist jetzt auch schon kaputt. Ja, vollkommen richtig. Gar nicht lang warten. Okay, das ist jetzt ein fieser Angriff. Er ist schon in der Base drin. Okay, der erste ist auch schon raus von Team Gelb. Okay, ja, Hubur geht jetzt hier links lang, um da ein bisschen was abzufangen. Ja, die Packs waren halt nicht die richtige Wahl. Die kosten halt auch, ich meine, die sind billiger, kosten 10 Dollar das Stück, aber wenn man sie nach vorne pumpt, eine hierhin, eine hierhin, eine hierhin, eine hierhin, also ein riesen Umkreis, damit die nicht alles Splash Damage kriegen. Aber klar, die sind halt unter Druck gerade, also der eine hier, der noch übrig ist. Und dann ist klar, da hätte ich vielleicht auch sowas gemacht, einfach Hauptsache irgendwas nach vorne. Okay, jetzt kommen mal die Super Pershings. Aber hier kriegen sie gleich Schellen von Jagdpanthern und Super Pershings ab. Hier kommt überall Infanterie jetzt lang. Hier lauern jetzt schon einige Blitzbomber auf ihren Einsatz. Okay, jetzt geht's auch, glaube ich, los. Aber sie können irgendwie die Bomben nicht abwerfen, weil überall Luftabwehr steht anscheinend. Hier kommt einer durch, oder? Auch nicht. Krass. Okay, das ist halt Pech gewesen. Team Rot gut verteidigt, also haben keinen Admin verloren bei dem Ding jetzt hier. Okay, jetzt sind die Super Pershings ziemlich weit drinne. Schießen erstmal die Admins und so platt. Okay, Hubu schleicht jetzt mit bisschen Infanterie rein. Ja, ich glaube, da Team Lila und Team Rot sich battlen, könnte man in diesem Fall wirklich mal überlegen, einfach den Graben komplett zu übernehmen. Infanterie rein, Kaserne bauen, alles übernehmen, weil hier sind noch einige Admins hinten, hier hinten auch. Das wäre natürlich ein Traum. Okay, gleichzeitig wurden hier drüben M19 und Wirbelwind gebaut. Ja, okay, die sind auf keinen Fall am Reden, weil das hätte eigentlich hätte auch gereicht, hätte einer fürs Team das hier geholt. Nicht beide, ist unnötig. Aber okay, natürlich ist es nicht schlecht, Luftabwehr zu haben, das ist ganz klar, beide sind gute Waffen. Okay, hier tut jetzt der Super Pershing weiterhin Kram abräumen. Ja, okay, die Admins, wie gesagt, hätte man vielleicht auch übernehmen können in diesem Fall. Aber gut, egal. Ausschalten ist auch okay. Okay, jetzt ist alles platt. Okay, jetzt will Hubu wahrscheinlich doch dieses Hauptquartier einnehmen, glaube ich. Aber in der letzten Sekunde wurde es weggeballert. Das ist ja lustig. Jetzt geht er wahrscheinlich aufs nächste Hauptquartier los. Hier pumpt jetzt der Ami M19 entgegen. Jetzt kommen aber auch die Jagdpanther nach vorne. Und der Super Pershing. Ja, yep, aber er hat es übernommen. Sehr toll. Jetzt kann er sich auf jeden Fall eine Kaserne... Ah, nee. Jetzt hat der Panzer wieder die Admins getötet. Ja, die reden halt nicht zusammen. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist ja ein Random-Spiel einfach. Okay, Butut schon mal die Expansion nach vorne vorbereiten. Überall ein bisschen Infanterie in die Städte stellen. Hier gab es einen kleinen Angriff mit King Tiger. Gegen IS-2 und Infanterie vorneweg. Genau, jetzt hat sich Hubu hier drüben eine Kaserne gebaut und ist jetzt auf dem Weg, die ganzen Gebäude einzunehmen. Vollkommen okay so. Marschiert auch gleich nach vorne mit seinen Jagdpanthern und Infanterie, okay. Gut.
Oh, sehr schön. Hier wurden jetzt M40 gebaut. Die kann man auf jeden Fall auf Dauer gebrauchen. Oh, und die sollen auch gleich eine Salve auf das Flugfeld abgeben. Sehr schöne Idee. Wow, Admins weggenommen, top. Wow, das Flugfeld voller Stummowix, aber hat Glück gehabt, Team Lila. Nächste Salve. Wow, das Flugfeld wurde jetzt komplett abgeräumt und noch ein Admin. Also, sehr schön, hat sich gelohnt. Oh, nochmal aufs Flugfeld. Oh, krass, okay. Übel. Aber, okay, Team Lila ist auch alleine. Okay, Obu hat sich jetzt ganz viele Blitzbomber geholt und wird jetzt das Bombing starten. Okay, sehr schön. Ja, jetzt kommen die ganzen Aufklärer und hat auch schon ganz viele Düsenjäger gebaut. Ja, Team Leader ist halt ein Problem, der muss sich jetzt auf Team Rot konzentrieren. Weil die auch gut Druck ausüben. Die haben auch jetzt schon massives M40 als Counter gegen Pushkar und so weiter. Okay, Hulbu bombt wieder ein bisschen. Ja, ordentlich Admins zerstört, sehr schön. Okay, Team Lila hat ein großes Problem jetzt. So, jetzt hat Huibu, sehe ich hier drüben, auch schon King Tiger geforscht. Hier geht der Ami auch nach vorne. Er eskortiert seine M40er mit ein paar Super Pershing. Ja, Huibu bombt alles weg, was geht. So, jetzt gibt es hier eine Salve wahrscheinlich. Demnächst auf die Admins von Team Rot. Sehr, sehr schöne Salve. Das dürfte auf jeden Fall ein paar Admins nehmen. Ja, sehr gut gemacht, wirklich. Passt. Okay, das Ding ist eigentlich jetzt schon vorbei, das Spiel. Genau, jetzt expandieren die nach vorne schön. Wir werden wahrscheinlich Ura-Crews bauen, ganz viele Nachschubdepots bauen, Gebäude nach vorne bauen, die sie brauchen. Rubu rückt jetzt hier nach vorne. Oh, der Team Gelb ist noch drinne. Krass. Okay, Rubu geht jetzt nach vorne. Okay, die nächsten Salven der M40er gehen weiter. Okay, jetzt kommt Huibu mit seinen Truppen nach vorne. Bomber gehen wieder in die Luft. Obwohl, okay, vorbei ist es noch nicht. Also Team Rot hat auch sehr viele Admins immer noch übrig. Aber jetzt tun halt die Schellen der M40er immer weiter in die Base reinschießen. Okay, jetzt gibt es hier ein Bombing anscheinend. Ganz viele Storch kommen. Ich meine auch ganz viele Jagdflieger, die alles an Luftabwehr wegsnipen, was geht. Jetzt kommen die ganzen Bomber an. Aber die ziehen auf die falschen Sachen, würde ich sagen. Ich hätte auf jeden Fall. Okay, aber hat ein paar wichtige Gebäude entfernt. Ah, jetzt kommt er hier aufs Flugfeld. Sehr schön gemacht. Ja, ach so, hier ist sogar jetzt ein Super Pershing genau in der Base, am Hauptquartier. Und die M40er schießen, glaube ich, auch schon direkt in die Base rein. Ja, okay, das ist auf jeden Fall erledigt, das Spiel. Jetzt gibt es hier auf jeden Fall. Einige Admins werden Downs gehen. Ja, und noch ein Blitzbomber, der aber nicht abwerfen kann. Doch, der kann abwerfen. Okay, das ist erledigt, machen wir ein bisschen schneller. Ne, fand ich interessantes Spielchen, auf jeden Fall. Team Rot und Lila haben sich die ganze Zeit gebettelt, Team Blau und Gelb. Und jetzt am Ende, klar, es kann nur einer gewinnen. Okay, hier sieht man schon Map Control komplett. Überall Nachschubdepots vorne, alle Gebäude, die man braucht. Ja, Super Pershing steht hier rum und macht sein Ding. Gut. Ja, es gehen Super Pershings hier in die Base rein, das ist ganz klar. Rübo geht hier drüben mit Panzerzerstörern und Infanterie rein. Jetzt geht hier die King Tiger Produktion los. Okay, und ein paar Blitzbomber. Ganz viele Junker schweben schon rum. Wow, Junker haben jetzt ordentlich was getötet hier gleich. Gut. Das Ding ist in ein paar Sekunden vorbei. Okay. Also vielen Dank an die Beteiligten. Ich fand es ein cooles Spiel mal wieder. Ich mag ja das 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2. Macht Spaß auf jeden Fall.
wenn man mal ein bisschen Zeit hat und so. Ja, also, ich hoffe, das Ding hat euch auch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.